No, śpimy. Patrzę. A vielleicht will jemand mitspielen. Olli macht, arbeitet an seinen Feen. Sieht nicht so aus, dann nochmal go. Olli hat gesagt, ah ne, bin das war heute Morgen, heute Mittag. Ich dachte, Olli wollte mitspielen. Warum geht nichts auf? Kein Heiler, zweimal Spezialist. Oh, hat. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Gärten. Nee, Gärten der Ängste. Die hat er regelmäßig. Die hat er regelmäßig. Oh, mein Knöchel ist immer noch saudick. Guck mal. Ja, sieht. Du kriegst ja bald diese Strümpfe. Oh, ist die auch so warm wie mir? Bisschen, ja. Oh. Joanna zu mir, Noob. Siehst du, wie jetzt, wenn er mich hört? Ah. Nein. Möge der Kampf beginnen. Mitte ist Zagara. Unten sieht böse für dich aus. Tod ist schon bei dir. Ja, hey. Kopier das doch.
Ihr seid bereit. Ihr seid verletzt. Ich wurde gefokust. Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Erbaulich. Wähle ein Talent. Das war gut, ey. Was denn? Boah. Ja. Schlampe. Blut fördert das Wachstum meiner Pflanze. Doppelkill. Sie hat sich reingerollt, als ich sie markiert hatte. Da bin ich gegen die Wand gelaufen. Achso, von ihr war's gut. Ja. Manchmal muss man sich einfach viel Arbeit ersparen. Wieso, was hast du gemacht? 5 Minuten mit Marius kurz geschrieben, der wollte den Gummiclan wieder raus. Da hab ich gesagt, mach dir doch einen Akimichi. Ich sag, die haben. Können ihre Körperteile vergrößern und machen G2 als Besonderheit irgendwie. Kevin, der hat mir gestern eine PN geschrieben, ob er dafür eine Ausnahme stellen muss, wenn er das rausgeschrieben will, dann neuer Clan. Ich hab gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, okay, dann macht er den Clan nicht. Mhm. Und jetzt fragt er dich, ob du ihn rausverschiebst. Nee, er hat gefragt, was er am besten eine Ausnahme schreiben soll. Weil ihm dazu nicht viel einfällt. Ich sag, hab ich ihm erstmal gefragt, warum er das machen will, weil sowas kann man ja auch über einen Akimichi-Clan machen. Wieso, was wollte er denn? Ja, so ein Ruffy-Charakter halt, ne? Ja. G2, G3 und Gummi eigentlich. Ich sag, das Gummi ist ja eher nebensächlich, damit du seine Fähigkeiten hast. Ich sag, die G3 hast du eigentlich durch die Körpervergrößerungsdinger. Ich sag, und G2 dazu lässt man sich eine Besonderheit einfallen oder ein spezieller Kampfstil.
als Akimichi, den er selbst erfunden hat. Und gut ist. Ja. Ich sag, und er hat sogar den Vorteil, als Akimichi könnte er sogar auf die 8 hoch. Genau. So, dann hast du eigentlich ein geiles Konzept mit zwei verschiedenen Fähigkeiten, nicht so, und daraus lässt sich doch irgendwas machen. Und jetzt macht das auch so. Werden sich die Unkrautler wieder erheben. Alter, geht doch von deinem Scheißturm weg, du Schlampe. Ich bring dich um. Wobei mir leckt so abartig. Na doch, jetzt auch. Ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorben. Ach, die Leute passen nicht auf.
Nur war es so eine Schlampe. Ja. Scheiß Fotze. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Ich schätze, jemand muss unseren Verbündeten helfen. Keine Ahnung. Jo, Nacht, du auch. Hervorragend! Macht euch auf den Weg und reißt die Force eurer Gegner nieder! Ja, ich pack's alleine. Ah, doch, das Ungeheuer ist da von denen. Schaff's trotzdem mal da. Hilf lieber, das Ungeheuer zu zerstören. Radieschen von unten betrachten.
Jetzt hole ich mir Zagara. Sind alle zusammen. Weil Joanna nicht tankt. So ein Noob. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid ihr bereit, euch zu vergnügen? Ihr könnt euch verlieren. Achtung, Kältas. Wir sind ja da zu dritt. Wir sind da trotzdem zu dritt oder zu viert. Ich mach unten den Solo. Uhu. Oh Gott, der Kevin. Nein. Och. So die Spastis, ey. So ein kack verhurtes Kackteam, ey. Baby. Für den Moment ist es vorbei. Aber ihr solltet euch nicht lassen. Die Verseuchten werden zurückkehren. Euer Gegner hat ein Fort niedergerissen. Eure Zitadelle wird angegriffen. Wer zur Hölle nennt der Arma 3 Mission Operation Rammler? Gute Frage. Echt du? Nee, da drin ist sonst sehe ich mich jetzt, ja. Da steht er auf. Gut gemacht.
Jetzt darf ich nichts mehr essen. Dann lass es und heul nicht rum. Schick. Echt so. Heult doch beide. Ja, im Chor.